Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown hier in alter Gewohnheit mittlerweile am Showdown Sonntag das Ganze. Wer der Gast ist, das muss ich euch glaube ich gar nicht erzählen. Chris, mein Brother from another mother, was geht? Ja, was geht? Ich bin auf jeden Fall auch wieder am Start, kurz und knapp, es gibt gar nicht so viel zu erzählen. Ihr kennt es ja, Sonntag, Showdown, Vollgas. Dennis, was gibt's heute für ein Video? Genau Leute, heute auch ein Special über vier Saisons das Ganze aus der Bundesliga raus. Starten wir rein mit dem FC Augsburg, ein Verein, mit dem es ja nicht so viele Videos gibt und das haken wir heute ab sozusagen. In der Karriere angekommen, gibt es über diese vier Saisons auch ein Special, denn wir werden in diesen vier Jahren insgesamt ausschließlich freie Spieler verpflichten. Das heißt, Snipes wird es heute auch nicht geben. Dafür sorge ich aber dafür, dass die nächsten Showdowns wirklich alle nur mit Snipes sind, Freunde. Deswegen zwei in Folge jetzt mal ohne. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze verzeihen. Lasst trotzdem gerne Liebe da, Daumen, Abo, Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus, gerne auch mit weiteren Vorschlägen. Like Sachen hoch bei den Vorschlägen, die euch gefallen. Und natürlich auch den ersten Link in der Beschreibung auschecken. Da geht es zum Showdown, welchen wir für Chris aufgenommen haben. Das Ganze auch in der Bundesliga. Dort übernehmen wir den ersten FSV Mainz 05. Über vier Saisons allerdings sind dort Snipes garantiert. Anders als hier, wo es gar keine Snipes gibt, gibt es dort ein neues System, was wir mal ausprobieren mit garantierten Snipes. Checkt das super gerne ab, was zeitgleich auf jeden Fall auch online kommt. Abschließend sei noch erwähnt, dass wir immer zum Anfang einer Transferphase, wo es neue freie Spieler gibt, eben zusammen vielleicht 20 Minuten ungefähr nach freien Spielern suchen werden. Es werden auch nicht die gleichen bei beiden immer vorhanden sein, deswegen da denke ich mal, werden die Mannschaften auch so ein bisschen auseinandergehen. Und ja, genau, dann gucken wir einfach, wer ein bisschen auch mehr Glück hat. Also es ist heute nicht viel mit Skill hier irgendwie zu tun, sondern eher Glückssache, welche Spieler auslaufende Verträge haben, zu den freien Spielern kommen und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie der Hase läuft, Leute. Verpeppern wir keine Zeit und starten rein direkt jetzt aber auch mit den ersten freien Spielern, die im ersten Jahr auch schon am Start sind. Die erste Sommertransferphase ist dann auch direkt abgeschlossen. Dennis und ich haben uns da ganz kurz zusammengetan. Wir haben gesagt, fürs erste Jahr, dass die Voraussetzungen einfach die gleichen sind, holen wir nach Absprache die identischen Spieler. Das ist einmal hier Lavrovic geworden, das ist Reyes für die Innenverteidigung, fürs zentrale Mittelfeld Chavez und Ruiz. Quinones, ich hoffe ansatzweise richtig ausgesprochen, ist fürs Mittelfeld gekommen und Martin vorne im Sturm. Die gleichen Spieler sind ja auch bei dir jetzt gerade am Start, Dennis, ne? Das müsste genau, ja so richtig sein. Genau, ja. Dieselben sechs am Start. Und was man auch noch dazu erwähnen kann, wir haben beide so ein bisschen rumgetüftelt, was man für eine Startelf kreieren kann. Und die ist auch, glaube ich, relativ ähnlich. Wir haben beide ein 4-1-2-1-2. Eng Raute, Quinones macht den Zehner, Demirovic, Martin vorne. Ich glaube, einziger Unterschied ist, Dorsch ist bei mir Sechser, bei dir Achter. Ja. Also da hast du die Position geändert gehabt. Ansonsten hast du, glaube ich, auch Meier und Chavez daneben. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. In der Viererkette in Reyes mit drin. Dame im Tor, darf sich halt mit Lavrovic da wahrscheinlich abwechseln. Mal gucken, wie es wird, Leute. Somit stehen also die Transfers fürs erste Jahr fest. Wir simulieren zum Ende. Da werden natürlich wie immer Punkte gezählt. Und dann kommen wir zur ersten richtigen Transferphase, wo dann auch neue Spieler, also zu freien Spielern werden. Ihr wisst, was ich meine. Starten wir rein in den Kalender. Let's go, Freunde. So, Leute, wir sind angekommen am Ende der ersten Saison. Natürlich werden wie immer Punkte gezählt. Und ja, was soll ich sagen? Also, während ich dachte, dass ich eher absteige, dachte Chris, dass er Champions League spielen wird. Und am Ende sind wir beide einen Tabellenplatz voneinander entfernt. Ich bin 10. und Chris ist, glaube ich, 9. oder? Ganz genau. Ja, also, das ist wirklich. Man muss aber auch dazu sagen, also ich habe 53 Punkte, ich weiß nicht, wie viele Punkte. Ja, das ist stark, Alter, ich habe 44, damit wärst du auch 8er bei mir. Ja, das ist schon auch stark, ein Punkt vor mir ist Frankfurt, genauso ein Punkt Hoffenheim, 4 Punkte Stuttgart, 6 Punkte Leipzig und dann 9 Gladbach. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe die letzten 7 Ligaspiele, ich habe gerade nochmal geschaut, nicht gewonnen. Und deshalb habe ich es dann leider so ein bisschen ja, schleifen lassen. Aber egal, gibt für dich 8 Punkte, für mich gibt es 9 im DFB-Pokal. Also ich habe in der Liga Europa ganz knapp verpasst und ich habe es leider auch durch den DFB-Pokal ganz knapp verpasst. Wer hat dich geschlagen? Bayern. Ja, die Bayern! Woo! Und ich muss noch was dazu sagen. Heute früh im Bett, wir hatten es in einer der letzten Aufnahmen. Ich war auf TikTok. Du warst allein im Bett und wir waren nicht zusammen. Also nicht Dennis und ich. Also heute früh im Bett war ich ein bisschen auf TikTok und wir hatten jetzt in einer der letzten Aufnahmen drüber, dass der Finalist im DFB-Pokal damals noch in die Europa League kam. Ja, genau. Das ist auch tatsächlich bis 2014, 15 der Fall gewesen. Ich habe ein Video heute früh zufällig auf TikTok gesehen. Ja, genau, das wollte ich eigentlich nur noch mal ganz kurz loswerden. Ist ja für mich jetzt dann hier eh nicht mehr wichtig. Ich habe gewonnen gegen Hamburg, gewonnen gegen Union, gewonnen gegen Hannover und Dortmund, um dann knapp gegen die Bayern 2-1 zu verlieren. Ja, ich bin in der ersten Runde für uns gegen Rostock ausgeschieden. Rostock, gegen Kugel. Gegen Rostock. Gegen, warte, ich muss es selber zensieren. Ja, Digga, meine Fresse. Ich kann einfach nie in diesem Pokal weiterkommen als Runde 3. Es ist der absolute Wahnsinn. Kleiner Spoiler, guck beim Video bei Chris rein. Es lief ähnlich gut in den Pokalen. Also im DFB-Pokal vor allem. Da lief es aber bei beiden von uns ähnlich gut. Ja, das muss man mal erwähnen an der Stelle. Aber hier schon beginnt mit Finale bei dir. Da bin ich ein bisschen sprachlos mal wieder. Aber sei es drum, immerhin ist der Abstand noch nicht wirklich groß. Mal abseits vom Pokal. Also ich dachte doch, in der Liga wird der Abstand riesig sein. Trainer des Monatspreise habe ich gar keinen. Okay, da habe ich einen tatsächlich. Sei dir gegönnt auf jeden Fall für den fast Champions League Platz mit 9.
Ey, es okay. war nicht so viel Abstand. Ja, alles gut, mein Freund, alles gut. Ich habe Labrovic hat bei mir die meisten Spiele zu null, obwohl Damen die meisten Einsätze hat. 4 an der Zahl. Okay, bei mir hat Damen tatsächlich die meisten Einsätze. Ich habe 9-mal zu null gespielt. Schade, Digga, schade. Hast du den Damen vom Dortmund-Spiel am Start gehabt? Und ich ja, kann, tatsächlich. Ja, ich habe die meisten Vorlagen hat Quiñones mit 7. Okay, habe ich 10 mit Arne Meyer. Schade. Und Tore habe ich 11. Ja, ich habe Martin mit 30. Digga, was? Also. Junge, da sieht man mal wirklich, was der Kalender und die Simulation im Karrieremodus ausmacht. Wir haben beide exakt fast dieselbe Mannschaft. Also okay, Arne Meyer wird bei mir im Winter verkauft, das kann man aber erwähnen. Aber okay, ob das jetzt der Riesenunterschied ist, dass Henry Martin, 30 Tore bei dir macht und bei mir 8, weiß ich jetzt nicht. Also da sieht man, der Karrieremodus ist ein Mysterium für sich. Es aber ist wirklich brutal. Der hat in der Bundesliga 34 Einsätze, 29 Tore. 29 Tore. Also ja, bei mir hat er 8. Da wird es mich jetzt mal echt interessieren. Okay, ja, nur Harry Kane. Nee, halt! Harry Kane ist hinten dran! Martin ist Top-Torjäger, let's go! Martin ist oh nein, halt, warte! Kane hat 25, Martin einfach 29. Ist einfach Top-Torjäger aus der Bundesliga. Ja, besser als Harry Kane, Digga. Normal, let's go. 79. Ich google jetzt nach, wo der Wichser spielt, Digga. Ich google jetzt nach, Digga. Der ist bestimmt irgendwo, würde ich sagen, bei Tigre oder so. Keine Ahnung. Der kommt irgendwo, spielt der hier, Bruder, bei CF Amerika, Digga. 5 Millionen und der Bruder hat in der Realität in der mexikanischen Liga 3 Tore und 4 Vorlagen. Okay. Ja, gut, du kriegst es. Bescheid. Ist eine Maschine auf Harry Kane-Niveau fast. Ja. Ja, wie man hier bei mir sieht. Ich glaube, das ist eher seine reale Performance dann in der Bundesliga mit 8 Toren. Aber sei es drum, bei dir war er ein bisschen doped oder so, keine Ahnung. Starten wir also rein, Leute. In Saison Nummer 2. Bisher ist noch nicht viel in dem Sinne verloren. Kann auch alles passieren. Wie gesagt, es ist ein absolutes Glücksspiel, was jetzt gleich beginnt. Die Suche nach den freien Spielern. Wie ihr das Ganze seht, weiß ich selber noch nicht. Vielleicht parallel beide, vielleicht einzeln, wie wir jeweils die freien Spieler holen. Ihr seht es auf jeden Fall. Auf geht's, ab geht's. Du wirst, wenn du wüsstest, wen ich alle schon am Start habe, Alter. Zitat Uli Hoeneß. Ja. Am Start war niemand. Hier sind wir dann auch im zweiten Jahr angekommen und es wird definitiv nicht wie im ersten Jahr hier alles identisch sein, sondern Unterschiede geben und sogar deutliche. Denn ich glaube, unterm Strich, Dennis, bei dir war es wahrscheinlich ein bisschen erfolgreicher. Wie viele sind es insgesamt geworden bei dir? 4 Stück an der Zahl. Okay. Davon muss man aber auch erwähnen, sind 3 Regens darunter. Ich habe es jetzt mal ein bisschen nachrecherchiert. Alfonso Pardo, Rechtsverteidiger, RM noch als Nebenposition, müsste der Jesus Navas Regen sein. Mhm. Telmo Barros, das ist ein portugiesischer Innenverteidiger, wird wahrscheinlich der Pepe Regen sein. Ist aber auch kein Mann für die Startelf. Pardo schon. Wir haben Luka Jovic als einzigen realen Spieler mit einer 78er Gesamtstärke und Mittelstürmer Regens sind immer noch broke. Das heißt, die Maria hat mit einer 80er Gesamtstärke wahrscheinlich seine Karriere beendet und der Regen Paco Molina startet mit dieser 80. Okay, ja, das ist schon richtig stark. Also bei mir ist es tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe 4 offizielle echte Spieler. Das ist einmal Fosu Mensah, ja, rechter Außenverteidiger, geht aber +4 als Innenverteidiger. Boah, was, deshalb, +4? Was hat der jetzt ein Rating? 74 nur. Also ja, okay. Der geht dann auf eine 78. Ja, was hat der aber als Standard-Rating? Ich glaube auch so 3,74 oder so irgendwie. Ja, okay, das ich glaube, der hat sich ein bisschen besser im Kopf noch. Von ja, habe ich tatsächlich auch, aber er spielt ja so gefühlt gar keine Rolle mehr. Ja, ich habe ja dank dem Abgang von Babu jetzt Gumni oder Gumni, der hinten rechts spielen muss, weiß nicht, wie man den ausspricht, aber Fosu Mensah IV, Huerta, das ist der Mexikaner, den haben wir aus dem ersten Jahr mal gesehen, den habe ich einfach mal so mit dazugeholt. Genauso noch Alexis Claude Maurice, Franzose, hier ehemals Nizza, ZM hat eine 75, spielt nicht Stamm, genauso wenig wie Nadim Amiri, der mit einer 78 auch mehr oder weniger nur Backup bei mir ist. Und ich habe auch 2 Regens gefunden. Ich habe nicht recherchiert von wem, könnte aber hier von Sergio Ramos sein. David Insua oder David Insua, 17 Jahre jung, hat eine 76. Und im Tor, ja, Chilene, vielleicht der Regen von Bravo, 19, 77. Alex Ojeda wird dann auch mein neuer Stammtorhüter. Ja, und das wären mal meine Transfers auf jeden Fall. Okay, bei mir hat sich die Mannschaft jetzt auch ein bisschen geändert von der Formation. Ihr seht es ja, 4, dreimal die 2, also mit 2 Sechsern, 2 Zehner, 2 Stürmer, mit Lavrovic auch im Tor. Also ich habe Damen rausgehauen, ich vertraue dem Lavrovic mehr, der letztes Jahr weniger Spiele gemacht, trotzdem mehr zu null. Ich hoffe, dass das sich auch ausgezahlt macht, dass er jetzt hier eben der Stammspieler wird. Und dann ist eigentlich nicht mehr viel zu tun und viel zu sagen für diese zweite Saison. Leute, wir springen rein in den Kalender und sehen uns zum Ende der Saison, wo natürlich Punkte gezählt werden. So Leute, angekommen zum Ende der zweiten Saison, können wir eigentlich nur hoffen, dass die nächsten 2 Jahre besser werden und wir richtig krasse freie Spieler finden, weil ansonsten, ja, geht's nicht weiter nach oben, so wie jetzt gerade auch. Ich war letztes Jahr 10. Dieses Jahr ist es die 9. 46 Punkte auf dem Konto. Punktgleich mit Stuttgart hinter mir. Punktgleich mit Union vor mir. Da hat die Tordifferenz in dem Fall für Union oder gegen Stuttgart entschieden, wie man sagen möchte. Ja, aber auch noch Kilometer entfernt vom internationalen Geschäft. Ja, okay, bei mir, ich habe 44 Punkte. Ich bin auf Platz 8, also
Ich glaube, die Punktzahl aus dem Vorjahr hätte mich hier in Richtung Europa auf jeden Fall gebracht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich im Vorjahr hatte, ist aber auch völlig egal. Platz 8 bedeutet für dich 9 Punkte, für mich gibt es 10. Es ist so unfassbar eng, also bei mir tatsächlich ist so kein typischer Abfall. Also weder also von oben nach unten in Richtung Europa oder gar keine europäischen Plätze. Es sind immer nur so minimale Unterschiede auf jeden Fall. Okay, dann haben wir den DFB-Pokal. Da warst du ja, wenn mich nicht alles täuscht, letztes Jahr ziemlich erfolgreich. Dieses Jahr, Freunde der Sonne, habe ich die erste Runde gegen Dortmund 2 gewonnen und bin dann die zweite Runde natürlich gegen Schalke geflogen. Was auch sonst? Wie soll es auch anders sein? Also gibt einen Punkt mehr für dich als für mich in dem Vergleich. Oh. Ich bin gegen Leipzig direkt raus. Ja, schade drum. Ist natürlich scheiße, wenn man die direkt als ersten Gegner hat. Dann kommen wir zu Trainer des Monatspreisen. Da könnte bei beiden, denke ich mal, die Null stehen. Das wäre auch verdient, auch wenn Paris Saint-Germain mir eine Trainerstelle angeboten hat. Ja, ich habe gar keinen. Ja, ich auch nicht. Also mache ich es dir gleich. Gut. Dann haben wir noch zu guter Letzt die wunderbaren 3 Statistiken. Mein absoluter Gammelkeeper, der sich um keine Gesamtstärke verbessert hat, da wäre Damen behalten wahrscheinlich doch besser gewesen, hat immerhin 6 Spiele zu 0. Da kann ich es dir auf jeden Fall gleich machen. Also nicht, was die Spiele ohne Gegentor angeht, sondern was die Aussage angeht, dass Damen wahrscheinlich besser wäre. Denn auch mein Spieler, Torhüter, hat sich nicht verbessert. Punkt geht an dich. 3 ist da mein Bestwert. Die haben sich aber auch aufgeteilt. Also einmal einer 8, einer 12, einer 16. Naja. Macht auf jeden Fall Sinn. Dann haben wir Vorlagen. Habe ich 6. Habe ich 8 mit Chavez. Und Demirovic hat 15 Tore gemacht. Ja, wow. Bei mir hat er 13 gemacht. Super. Ja, schade. Wahnsinn. So ein Trauerspiel bisher. Ach Mann, Leute, komm. Wir brauchen jetzt im nächsten Jahr einfach mal ein paar gute Spieler und dann können wir die Mannschaft voranbringen und vielleicht nochmal die letzten 2 Jahre Richtung Champions League gehen und wenigstens international. Das wäre ja geil. Ansonsten 4 Saisons mit Augsburg, eine Mannschaft, die sich kaum verbessert und nie internationales Geschäft. Wäre ein absoluter Flop. Kann passieren. Ich hoffe es einfach mal nicht und wir starten jetzt rein in Saison Nummer 3. Oh, Fabian Scheer. Let's go. Oh, De Vrij. Hör auf, Mann. Junge. Ich hab Angst. Ja, Bruder, ich werde hier eine Rentnertruppe zusammenstellen. Du kannst dich schon mal warm anziehen. Oh, jawohl, Junge. Kurz oh, rein in die Futterluke. Kurz zum Egon geworden, aber Peter Golaschi wird die neue Nummer 1. Junge, den Benjamin Mondi, Alter, frisch aus Habs ist der direkt hier auf dem Bruder, frisch aus Habs. In Essige Showdown, let's go. Oh, Ilkay, komm zu Papa. Gündogan? Ja. Dummer Wichser! Warum gibt's überhaupt LS und RS, wenn es keine Spieler gibt? Das war ich mich auch bis heute gefragt, Digga. Boah! Gibt... Ja! Was? Holmensonne, Alter. Da ist er. Ey, was? Halt's Maul, Digga! Halt's Maul! Halt's Maul! Geil. Dumme Sau, Alter. Pure Enttäuschung, Mann. Digga, du hast Holmen Sonne gefunden, Junge. Was willst du Schwein eigentlich noch, Digga? Willst du Messi haben oder was? Ja, sowas. Ja. Leicht, hab ich schon überlegt bei mir, ob ich einfach ohne Außenverteidiger agiere. Wenn ich mit dich manchmal reden höre, denke ich, Bruder, ich lese gerade irgendwie so Transfermarkt-Beitrag, Bruder. Ob ich ohne die Außenverteidiger-Spieler agieren werde? Ja, so Leute, dieses Mal habt ihr, denke ich mal, auch ein bisschen mehr von der Transferphase gesehen. So ein paar Ausschnitte von Chris und von mir, was für Spieler wir gefunden haben, wie wir abgegangen sind. Darauf Egon Kowalski-Style, nee, kleiner Spaß nur. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es ging mehr. Ich habe insgesamt, ich zähle mal nach, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler insgesamt verpflichtet. Ja, also ähnlich wie bei dir gehen auch bei mir 9 Spieler in die Futterluke. Let's go, wichtig. Ja. Okay, ja, ich kann mal sagen, meine bekanntesten sind einmal Zalewski, das ist wahrscheinlich so mit der beste Spieler für das gesamte Video hier. Also auch bei dir würde ich einfach mal behaupten, ein Talent richtig, 23 Jahre Potenzial nach oben von der Roma ehemals. Dann habe ich 3 Innenverteidiger am Start mit De Vrij, Danilo und Fabian Scheer. Für die Breite noch Radek Krunic von Milan müsste es ja sein ehemals. Mhm. Dann haben wir Hakim Ziyech als 19er, vielleicht bringen ja echte Spieler irgendwie mehr. Und ja, ansonsten habe ich aber auch noch diverse Regents. Federico Herrera ist ein, nicht Keeper, sondern hier, der andere, Ernesto Herrera ist mein Keeper. Da habe ich hier noch einen 81er Rechtsverteidiger, sieht eigentlich stabil aus, aber ich spiele eben jetzt mittlerweile Dreierkette. Oh, okay. Das heißt, kann ich nicht wirklich einsetzen in dem Sinne, ist aber auch in Ordnung, weil ja, den Rechtsverteidiger, den ich der Vorteil hatte, glaube ich auch irgendwie 80 um den Dreh, deswegen das geht auf jeden Fall fit. Innenverteidigung halt steinalt, aber ich hoffe irgendwie so reale Spieler, die bringen einfach mehr, glaube ich. Ja, das ist auch tatsächlich so meine Hoffnung. Also, warst du fertig mit deinen Spielern? Ja, ja, das ist, glaube ich, alles gewesen, ja. Ja, okay, also bei mir sind auch ein paar bekannte Gesichter dabei, so rum. Also, Peter Gulaschi ist meine neue Nummer 1. Mhm. Ich habe einmal Hans Hartebohr als neuen rechten Außenverteidiger. Ich habe als Backup für ihn Pedro Pereira, der ist, ja, 4 Jahre jünger, hat eine 76. Innenverteidiger habe ich Inigo Martinez, hat sich leider auch schon verschlechtert, nur noch eine 80. Matip hat sich auch schon verschlechtert, nur noch eine 79. Gündogan hat sich auch schon verschlechtert, hat nur noch eine
82. Dann habe ich hier Guilherme Barbosa. Der hatte zu Beginn eine 81 mit 20. Hauptposition war MS und RM. Keine Ahnung, Brasilianer, von wem das der Region sein könnte. Also fällt mir jetzt zumindest was so auf die Schnelle nicht ein. Was meinst du nochmal? Also der war MS als Hauptposition und RM war seine zweite. Oh, dann weiß ich leider auch nicht. Brasilianer, keine Ahnung. Ist auch ganz egal. Heung-min Son ist auf jeden Fall der noch namhafteste Spieler, würde ich behaupten. 33, hat eine 86, ist eigentlich runter auf eine 84, von LF auf MS plus 2 nach oben. Und dann habe ich noch Giacomo Bianchi, Italiener, 18 Jahre jung, Stürmer. Weiß nicht, ob Immobile schon aufgehört hat oder von wo der kommt, ist aber auch ganz egal. Auf jeden Fall gab es auch bei mir eine Änderung in der Formation. Ich spiele jetzt hier im 4-2-2-2, wie du, oder? Kann es sein? Nee, war bei dir so vorher, gell? Genau, letztes Jahr. Mhm, okay. Ja gut, also wegen mir können wir ans Ende der Saison. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, safe. Ich habe jetzt eigentlich, glaube ich, auf jeder Position in der Startelf bis auf im Tor der 80. Also vielleicht geht ja dieses Jahr was. Es wäre schön, wenigstens mal international ranzukommen. Irgendwie Europa League, Conference League wäre mal ein Anfang. Starten wir also rein in den Kalender. Hier sind wir dann am Ende der dritten Saison. Und ich hoffe, es hat bei beiden mit Europa geklappt. Warum? Ich hoffe, weil ich bei mir weiß, dass es funktioniert hat. Übrigens ganz kurz, der Punktestand aus dem Ende der zweiten Saison. Aus dem ersten Jahr stand es 8-17 für mich, jetzt steht es 20-28. 8 Punkte Differenz, also von ursprünglich 9, einen gut gemacht im letzten Jahr. Ich stehe auf Platz 4 tatsächlich mit dem FC Augsburg. Ein Punkt hinter Leipzig, ich habe 6 Rückstand auf Dortmund und genau 10 auf Leverkusen und bin durchaus tatsächlich vor Bayern, die nur Fünfter sind. Bedeutet für mich gibt es 14 Punkte. Dennis, für dich gibt's... Ja, auf jeden Fall. Bayern 5. Platz, bei mir ist gleich. 60 Punkte haben die, ich habe 55. Mit einem Punkt hinter Frankfurt, die auf 6 sind, also bin ich 7. geworden. Bitter, aber naja, sei es drum. Ich habe halt einfach irgendwie, glaube ich, in der Rückrunde 4-mal unentschieden in Folge gespielt, gegen die größten Idioten der Liga. Dann noch in Mainz verloren, also da hätte eigentlich auch mit 5 Punkten mehr dann vielleicht Platz 5 oder vielleicht sogar 4, der 6 Punkte entfernt ist, drin sein können. Aber egal, mein Gott, wenigstens haben wir für ein Jahr, für das letzte dann gleich, das internationale Geschäft erreicht. Über einen Pokal wäre das Ganze bei mir auch möglich gewesen. Ich bin aber leider im Viertelfinale gegen Stuttgart geflogen. Okay, das heißt jetzt wichtig noch, wer hat bei dir den Pokal gewonnen? Bayern. Also Bayern, die eh schon qualifiziert sind. Okay. Richtig. Alles klar. Viertelfinale heißt 2 Punkte für dich im Pokal. Yes. Ich habe Hoffenheim noch geschlagen, habe dann gegen Leipzig verloren. Für mich gibt es nur einen. Übrigens Finale bei mir, Stuttgart gegen Union und der VfB hat 2-0 gegen Eisern Union gewonnen. International gab es noch keine Geschäfte, Trainer des Monatspreise. Ja, wirst du bestimmt ein paar haben, oder? Nö, null. Gar keinen? Ja, null. Ja, komm, Digga, Glück auf meiner Seite vielleicht. Herz der Karten! Nein, null. Okay, Statistik, schauen wir da ganz kurz rein. Schauen wir mal rein, was mein toller Keeper, der jetzt auf eine 80er Gesamtstärke gestiegen ist, gerissen hat. Ich sehe, Salewski, Bruder, ist schwer verletzt. Sehr gut, Digga. Wahrscheinlich ganze Saison nicht gespielt, so wie es aussieht. Schauen wir mal kurz rein, was der Bruder für eine tolle Verletzung hat. Schlüsselbeinfraktur. Ja, klingt schlimmer, aber er hat 30 Spiele gemacht. Hat einfach nur nicht performt. Naja, Okay. Schade, sei es drum. Keeper, kommen wir zu Herrera, hat solide 5-0. Ja, ich habe 4. Also bei mir hat es sich aufgeteilt. Lapovic ist noch immer da, hat eine 77. Gulaschi ist auf minus 4, 78. Punkt geht an dich. Okay, was sagen die Vorlagen bei dir? 9. Da habe ich 5. Also das ist wirklich ein Armutszeugnis. Und Tore auch, ich komme nicht mal auf die 20, glaube ich, in diesem Video. Quiñones hat 18. Okay, ich habe mit Son 23, so, sorry. Ja, seid ihr gegönnt auf jeden Fall. Also das heißt, bei dir sind es 13, 15 Punkte aus diesem Jahr. Für mich sind es 16. Heißt, hochgerechnet steht es bei dir jetzt 35, bei mir steht es 44. Also 9 Punkte Differenz, da kann definitiv noch alles passieren, aber wahrscheinlich auch nur, wenn ich in der Champions League recht früh rausfliege, du die Conference League dafür vielleicht dominierst. Ich werde einfach Meister, Bro, keine Sorge. Ja. Da kommt nächstes Jahr der Messi, Digga, den sehe ich doch. Gerne, und hoffentlich ein paar richtig geile Spieler. Ich glaube, das ist die passende Überleitung, oder? Genau, richtig, sehr schön. Perfekt, dann ab ins vierte Jahr. Trau mich gar nicht zu blinzeln, ich habe Angst, dass ich einen übersehe. der Jan Sommer mit der Schweizer Schokolade, jawohl, da ist er. So Leute, angekommen zum Ende der letzten Transferphase, ist abgeschlossen das ganze Ding, ich mach's kurz und schmerzlos, ihr seht ihn Leute, es ist ein riesiger, ich muss es leider zensieren an der Stelle, ein absoluter Wir wissen es alle, ich muss das Thema nicht thematisieren, aber es ist nun mal der einzige Spieler gewesen, der irgendwie verpflichtbar war in dieser Transferphase und auf dieser Basis nehme ich Mason Greenwood eben mit. Ja, so, ja. Das kurz dazu. Chris, wen hast du geholt? Ich habe 6 Spieler. Okay. Und Dennis und ich, wir sind die ganze Zeit so nebenbei auch immer so ein bisschen am hin und her schreien und absolut hin und her Scheiße kommentieren. Labern tun wir hier nur die ganze Zeit. Das auf jeden Fall auch und es gab okay Spieler. Also ich habe einmal einen neuen Torhüter mit dem Jan Sommer, der die Schweizer Schokolade jetzt nach Augsburg bringt. Ich habe mit Jeray einen neuen Innenverteidiger. McGinn mit einer 80 ist Backup 8. Was hat Jeray aber für ein Rating? 82.
Boah, stark, Alter. Ja, ist erst 31, also ich glaube, der geht vielleicht nicht mal mehr runter, wäre stabil. Ja. Als Backup-10er habe ich Ricardo Horta, ehemals Sporting Braga. Ich habe ehemals Bundesliga VfL Wolfsburg, Josip Brekalo, der ist hier der Kroate, war ja zuletzt, glaube ich, bei Torino oder Florenz, ich weiß es nicht. Irgendwo in Italien. Ja, vielleicht auch beide, könnte auch beide gewesen sein. Und, war noch, glaube ich, beide. Ja, genau. Und Mariusz Malinowski müsste der Regent von Robert Lewandowski sein. Der ist aber tatsächlich mit seiner 82 schwächer als Son und Demirovic, weshalb der erstmal nur auf der Bank Platz nimmt. Aber ja, das wären soweit mal meine Transfers. Hier sind wir dann also angekommen. Am Ende dieses SDG Showdowns, noch nicht ganz, bevor das Outro kommt, müssen wir Punkte zählen. Und es steht aktuell 35 Punkte bei Dennis zu 44 Punkten bei mir. Ja, im letzten Jahr war ich Vierter. Ich habe es wegen einem Punkt nicht geschafft, wieder Vierter zu werden. Ich bin aber tatsächlich Fünfter und das ist eigentlich auch voll in Ordnung. Glückwunsch, damit hast du den Showdown auch gewonnen, denn ihr seht ja auch schon, Leute, ich bin nicht mehr Augsburg-Trainer. Ich hasse den FC Augsburg. Ich mache auch wahrscheinlich nie wieder ein Video mit denen, Junge. Wie kann man wirklich 4 Jahre eine Mannschaft auf eine 80 im Kollektiv bringen? Sogar die Bank ist gut, weil wir halt so viele Spieler verpflichten und trotzdem wird diese Mannschaft nur 8er in der Liga. 46 Punkte, Digga, 46 Punkte habe ich im ersten Jahr in der Liga geholt, Junge. Das ist der absolute Wahnsinn. 10 Unentschieden an der Zahl, 12 Niederlagen gegen die größten Mannschaften aus der Bundesliga. Hier, Dennis, im Schnitt, du musst viel zensieren. Das sei schon mal an der Stelle erwähnt. Ja, absolut wild, Digga. Also wirklich, einfach das... Digga, 8. Platz, klar, das ist das zweitbeste Ergebnis, aber es ist im letzten Jahr! Ey, ich verstehe es nicht, Junge. Wirklich, ich bin so bedient. Ich dachte wirklich, am Anfang der Hinrunde, bam, hier Leverkusen besiegt, die Meister geworden sind, zack, gegen Bayern, glaube ich, auch gewonnen und so. Ja, und dann kamen 3 Niederlagen am Stück und ab da war dann vorbei, Alter. Ab da war komplett vorbei, ja. Denn Pokal bin ich auch im Viertelfinale gewesen, aber dann halt gegen Leverkusen ausgeschieden. Ja, ich war, glaube ich, auch im Viertel. Ah, nee, ich war sogar im Halbfinale und bin dort gegen Freiburg nach 1-1 dann im Elfmeterschießen raus. Freiburg wenigstens den Pokal gewonnen. Nee, Wolfsburg dann im Elfmeterschießen. Das auch nicht. Schade. Okay, Conference League. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ich bin natürlich Zweiter geworden in der Gruppe, weil Alkmaar ist 100 Mal besser, mit deren Mannschaft wir noch immer die haben. Und da hatte ich in der Vorrunde Monaco und bin geflogen. Okay, heißt ein Punkt für dich. Champions League Gruppenphase. Ich hatte nur 8 Punkte, gleich auch mit Sporting. Ich bin aber Dritter geworden, weil die direkten Duelle eben an die Portugiesen gingen. Bin dann abgestiegen in die Europa League. Da hatte ich in der Vorrunde Benfica und habe direkt verloren. Heißt, ich kriege nur 2 Punkte fürs Überstehen der Gruppenphase. Ja, gut. Das ist auf jeden Fall ein mehr als nur erfolgreicher Showdown, würde ich behaupten. Statistikpunkte kannst du dir auch alle 3 gerne in den Arsch schieben, Alter. Ist mir wirklich komplett egal. Ich will es mir gar nicht angucken, Junge. Ich will es gar nicht wissen. Wirklich, gar nicht wissen. Wir können gerne nochmal abschließen, die Mannschaften vergleichen, damit der Bruch perfekt ist und ich merke, ah, meine Mannschaft ist wahrscheinlich vielleicht 0,5 Ratingpunkte schlechter als deine und Champions League habe ich aber nie erreicht oder mehr als Platz 7 vor allen Dingen habe ich nie erreicht. Ja. So viel dazu, Freunde. Okay. So, ja, kurz, also den Ärger rausgelassen. Einfach mal provisorisch für den Fall. Ich weiß jetzt hier nicht, wie es aussieht. Für den Fall, ich hätte alle 3 Statistikpunkte. Ich glaube, die Werte stehen bei mir gar nicht mal so schlecht. Aber ich weiß ja nicht, wie es dann da bei dir jeweils gelaufen wäre. Ich denke, du würdest die holen. Der Trainer des Monatspreises hatte ich auch einen. Aber nur mal grob, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dann sind es bei dir 48 Punkte. Weil für die, die vielleicht das Endergebnis dann noch wissen wollen, haben wir 19, aber 22 sind 66. Also 48 zu 66 würde es dann mal in der Theorie ausgehen. Aber dann lass uns doch gerne jetzt noch kurz die Mannschaften vergleichen. Auf jeden Fall gerne. Wen hast du im Tor? Jan Sommer, ne? Jan Sommer nur noch mit einer 78. Ich Ernesto Herrera mit einer 80. Okay. So, da habe ich meine Viererkette. Udokai 79, Reyes 82, Herrera 83 und wo ist der andere Kollege hier mit 82 auf jeden Fall? Hier Pardo hat aber auch 83. Okay, ja. Ich habe Hattebohr 77, wobei ja Pereira könnte dafür rein, der hat eine 79. Da habe ich Iago 81, Jeray hat eine 82 und Reyes hat eine 84 bei mir. Okay, das ist stark. Mittelfeld habe ich Chavez 81, Dorsch, wo ist der Kollege? 83. Was? Und der Zehner hat eine 84. Okay, also ich nehme Chavez hier mit einer 83 und okay. Dorsch mit einer 80. Und ich nehme noch einfach Barbosa auf der 10 mit einer 83 mit dazu. Ja, okay, dann würde ich auch sagen, relativ ähnlich. Verteidigung vielleicht besser bei dir. Und mein Dreierangriff Greenwood 86, Molina 86, Demirovic 84. Okay, besser als bei mir. Demirovic und oder Son kann man sich aussuchen. 83, Malinowski 84 und Quinones hat eine 86 tatsächlich. Ich check halt wirklich nicht, wie diese Mannschaft als Beispiel jedes Jahr hinter Union Berlin ist. Klar, okay, die haben einen 80er-Keeper, okay, die haben Baku, Buongiorno, aber so, das ist eine Mannschaft, die komplett auf unserem Level ist, aber jedes Jahr aufs Neue
kriege ich Schwanz von der ohne Ende, Alter. Und die haben, beste Gesamtstärke ist eine 83. Also das ist der absolute Wahnsinn. So, keine Ahnung, aber egal. Sei es drum, Leute, das ist dann mal wieder sogar ein Sieg für Chris an der Stelle hier im heutigen Showdown. Ja, das Ding mit freien Spielern, irgendwie stelle ich mir das immer cooler vor, als es ist. Also die Auswahl und Suche ist immer extrem lang und nervig. Und jetzt wurde ich wieder entlassen bei St. Pauli. Das auch nochmal hier fürs Protokoll an der Stelle. Abstieg wurde natürlich nicht vermieden. Jetzt werde ich nochmal Bochum-Trainer zum anderen Absteiger. Und ja, Leute, von meiner Seite aus soll es das gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, wenn es der Fall sein sollte. Liebe da lassen, Daumen nach oben, vielleicht ein kleiner Klick. Abo-Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Kommentar von Algorithmus, gerne bei weiteren Vorschlägen. Und zu guter Letzt natürlich auch Glückwunsch an Chris für seinen weiteren Sieg hier mal wieder. Und ja, ich verabschiede mich. Haut rein. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin froh, wenn jetzt ab und an mal auch ein paar Siege wieder mit dazukommen. Wie das Ganze bei mir ausgeht, könnt ihr super gerne zeitgleich jetzt abchecken. Erster Link in der Videobeschreibung. Alle die von mir hier auf Dennis' Kanal kommen, lasst liebe da Daumen nach oben, Kommentar für den Algorithmus, Vorschläge genauso und kostenloses Abo, ihr wisst Bescheid. Und dann sehen wir uns entweder unter der Woche oder wie gewohnt am Sonntags-Showdown oder Showdown-Sonntag. Ganz egal. Also, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.